Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag oder wann auch ihr mal dieses Video seht. Freunde, heute nach einem knappen halben Jahr, glaube ich, haben wir nochmal was von CR7Z. Ich weiß, zu den anderen Songs kamen keine Reactions. Ihr wisst, ich brauche es nicht noch 10-mal erklären. Ihr wisst, denke ich mal, mittlerweile warum. Ausbildung, dies, das, frisst Zeit. So, jetzt gerade habe ich Zeit. Und ich kann mir mal so sagen, ich fand alle bis. Alle, die nach Chris kamen, fand ich echt nice. Aber ich muss sagen, Splitter mit Timmy fand ich am geilsten so bis jetzt. So, ne? Und jetzt vor 11 Tagen, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, kennt man ja von mir, ist Perspektiven rausgekommen von ihm. Ich habe nichts reingehört, gar nichts. Ich weiß, ich habe nichts gehört von dem, nichts auf Instagram oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nichts. Produced ist von Annie, wie jetzt, glaube ich, die letzten Songs auch waren. Hier seine Tour, okay, und so weiter. Mix und Master ist wieder von Cavelli. Und das Artwork ist wieder von Ungleich. Ist wohl wieder ein Visualizer. Label, Vertrieb und so weiter und so fort. Am 18.11. kam das raus. Am Geburtstag meiner Oma kam der raus. Und ja, schöne. Ich will gar nicht, ich will nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht, wie man noch. Ich weiß nicht, gerade mir fällt gerade nicht mehr ein, wie man dieses Schwert nennt. Aber egal. Arjuna präsentiert Perspektiven von CR7Z. Let's go. Aber ich finde es immer noch trotzdem so schade, dass er keine Videos bringt, ne? Sondern so gut wie nur Visualizer. Ich find's schade, Mann. Ich hab's persönlich kennengelernt. Und ihr seht's ja genauso gut in den News, wie's aussehen kann, wenn ein Dämon in einen Menschen fährt. Wenn dieser um sich schießt oder in Menschen fährt, bleibt im Glauben an das Licht, weil sich die Dunkelheit uns ständig nähert. Boah, der kommt aber mächtig rein, Digga. Das will ich nochmal hören. Boah, der kommt ja ganz mächtig rein, Alter. Und ihr seht's ja genau. Ich hab's persönlich kennengelernt. Und ihr seht's ja genauso gut in den News, wie's aussehen kann, wenn ein Dämon in einen Menschen fährt. Wenn dieser um sich schießt oder in Menschen fährt, bleibt im Glauben an das Licht, weil sich die Dunkelheit uns ständig nähert. Schöne kleine Reimkette auf jeden Fall an der Stelle. Sterbt mental nicht ab, seht auch zu, dass unsere Kultur gerettet wird. Schriftsteller, Künstler, Musiker mit echtem Wert. Bücher voller Wissen, Galerien, die inspirieren. Lieder, die berühren. Diamanten, die man unter Teppich kehrt, weil die Müllerwine am Rollen ist. Sogar unser Pop ist Mist, noch nicht mal da gibt es noch Meisterwerke. Nur noch Songs, die man sofort vergisst. Nächste Woche gibt es einen neuen Top-Hit. Alles so programmiert, als ob wir selbst Roboter sind. Digga, der Beat ist halt auch einfach wieder ein Dick von 10 von 10 von 10, Digga. Da kann man auch nichts anderes sagen. Ich liebe es, Digga. Das haben wir jetzt bei Chris ja auch gehabt, wo der Beat von Patrick produziert wurde, dass im Beat noch Vocals im Hintergrund sind. Ey, ich liebe das, ne? Ey, wirklich. Beat ist direkt wieder eine 10 von 10, Alter. Gott sei Dank lasse ich mich davon nicht konditionieren. Mich schützt doch keine Rüstung aus Gold, doch ich spüre, dass es immer wichtiger wird, dass man die Liebe zu sich selbst nicht verliert und keinen Selbsthass entwickelt, der dann zur Selbstaufgabe führt. Schöne Reime, Digga. Schöner Text, Alter. Jetzt könnte eine Hook kommen. Ich weiß es nicht. Bin ich mal gespannt. Stand irgendwas von einem Feature oder so? Sieht nicht so aus. Okay, vielleicht macht er eine eigene Hook oder vielleicht macht er nur Beat. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal rein. Dann zur Selbstaufgabe führt. Meine Musik zieht die an, die Ansichten vervielfältigt haben. Es liegt dran, wie du was sagst, aber nie an der Sprache. Sie ist im Prinzip wie ein scharfes Katana. Der eine kann damit umgehen, der andere sägt sich den Arm ab. Schneidet ohne zu spalten. Es gibt noch Meister und Begabte, die uns von allen Seiten Räume frei halten. Perspektiven haben, das ist kein fiktives Geschwafel. Und ich träum so realistisch, dass ich eigentlich nicht schlafe. Ich höre selten Deutschrap. Ich muss sagen, es gibt wenig Hooks, wo man sagt, das ist eine typische Deutsch, also wirklich Deutsch-Rap-Hook, so wie man es vielleicht von einem Gio zum Beispiel kennt, wo es jetzt nicht so krass auf Melodik angelehnt ist, so, beziehungsweise ausgelegt ist, so. Und die meisten feiere ich nicht so. Zum Beispiel Kollega zum Beispiel, der ist krass so als Rapper, so, ne, keine Frage so. Aber seine Hooks, wenn er wirklich so, sag ich jetzt mal, ohne Stimmbearbeitung oder so, oder ohne krass auf Melodik zugeht, feiere ich zum Beispiel seine Hooks so gut wie gar nicht so, ne? Also es gibt sehr wenige Kollege-Hooks, wo ich sage so, boah, die ist geil. So. Aber hier bei CR7Z ist es wieder, es ist einer dieser
Rap, Deutschrap-Hook, sag ich mal, Bruder, die feier ich so, wisst ihr? So, ich weiß nicht, vom Sound catcht die mich irgendwie. Er wurde verstümmelt und verkrüppelt, wo sind die Lyrics denn? Ich find sie nicht und höre Lloyd Banks. Drei Parts, ich sehe kein Problem, dass man einen dritten Rap braucht. Keine 2 Minuten 40 Minitracks wie die im Trap, wo dann auch... Die 2 Minuten 40, ja, sind mir gefühlt mittlerweile... Für Spotify machen sie es ja mittlerweile nur noch gefühlt auf 2,20 so. Deswegen sehe ich, ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, freut es mich hier unten eine 4 Minuten 44 zu sehen. Ja, ich weiß nicht so, Ich find's jetzt nicht krass schlimm, wenn die, dass die da ihre 2,5 Minuten machen, nur ich find's halt, ich weiß nicht, also ich find's halt so Part, und Hook und dann das Ende, so finde ich manchmal oft einfach zu wenig, erst recht, wenn die Parts dann noch kurz sind, so, oder diese, gibt ja manche Ausnahmen, da sind die Songs nicht mal 2 Minuten lang, finde ich einfach zu kurz, oder, ich weiß nicht, ich bin einfach ein Fan von, so, beziehungsweise ich bin jetzt auch kein Fan von, dass ich mir jedes Mal hier 10 Minuten Songs reinhau. Bin ich jetzt auch nicht so der Fan von, aber so 3,5 bis 5 Minuten ist perfekt, meiner Meinung nach. 3,5 bis 5 Minuten lange Songs sind perfekt, finde ich. Die Hälfte der Spielzeit Hooks sind, wo ist Liebe zum MC sein? Wo ist eure Lust hin? Liebst, wenn Rapper sich ausreizen? Da spricht ein guten Punkt an, Digga. Was mir noch nie so bewusst geworden ist. Kann es einfach sein, dass die gar keinen Bock haben, so viel zu machen auch, sondern sich so denken, so, also diese Rapper, so, die wir halt so, ne, an der Spitze momentan sind, dass die oft auch einfach keinen Bock haben, so, weil die sich so denken, so, Digga, es reicht, wenn ich einen 2-Minuten-Song mache, Digga, und ich verdiene trotzdem eine Million, wisst ihr? Das ist ein guter Punkt, eigentlich, den er hier anspricht. Von sich volles Talent fordern, Mann, ich krieg mehr hin als die alle mit Horny Hangover. Und das hier ist kein, ich bin so geil und die anderen mies, ich bin bloß enttäuscht und traurig, dass Rap im Krankenbett liegt. Sehr schön, sehr schön. Das ist kein, ich bin so krass wie kein anderer mäßig. So, sondern er ist halt einfach enttäuscht von den heutzutage. Denn er ist einfach enttäuscht von den heutigen Deutschrappern, so. Dass sie sich halt nicht mehr so wirklich Mühe geben bei ihren Songs. Hauptsache, das Geld fließt, so, wisst ihr. Kickt sich in den falschen Hals und zeigt mit Fickfinger. Ihr seid einfach alle abgebogen und nicht mehr wie früher. Ich weiß, jeder hat seine Gründe. Hätte ich euer Mindset, wäre ich eventuell auch schon längst auf Platz 1 oder hätte mich für die Hörer in Wohlgefallen aufgelöst. Dass so eine Schlangenkontorsion den treuen Hörern aufstößt. Glaub nicht, dass man sich mit sowas die Hörner abstößt oder den Sound emanzipiert. Verkauft nicht die Hörer für blöd. Das ist ja das Ding, so. Ich bin jetzt keine 30 oder so, wo ich sage, so, ich höre seit 30 Jahren Deutsch, 20 Jahren Deutschrap, so. Ist nicht so, aber ich höre jetzt, wir haben jetzt 2022, ich höre jetzt gute 10 bis 12 Jahre, 10, 11, vielleicht auch 12 Jahre, höre ich jetzt Deutschrap, so, und das ist natürlich, das sind Weltenunterschiede von früher zu heute, so. Früher so, also ich bin so, für die, die es interessiert, so, ich bin halt mit Kollega groß geworden, mit SpongeBob, Gio, so, wo so San Diego an sich ist, für die, die es wiederum auch interessiert, ist mein Lieblingsrapper, so, aber ich kannte damals zum Beispiel jetzt kein San Diego, so, als SpongeBob rauskam, so im JBB, da war ich 10 Jahre alt, so, jedenfalls, ich bin mit diesen Leuten groß geworden, die zum Glück bis heute immer noch auf ihre Texte achten. So, und wenn ich, wie gesagt, ich höre wirklich so gut wie gar keinen Deutschrap mehr, der heute, sag ich mal, groß relevant ist für die Masse, so, den höre ich einfach nicht. Ich höre keinen Luciano, so, auch, die sind nicht schlecht, so, ne, versteht er nicht falsch, die sind jetzt nicht schlecht, so, ne. Aber ich bin halt einfach einer, der sagt so, Digga, bring dann wenigstens Inhalt in den Texten, so, ne. So, und deswegen, ich verstehe seinen Punkt, den er gerade genannt hat. Schönrederei, ihr könnt nicht all die Möglichkeiten sehen. Allein die CR7Z Legacy ist ein riesiges Spektrum. In diesem Track stecken mehr Perspektivenwechsel als bei mir in exzessiven Nächten, als ich auf die Fresse fiel. Zögern ist oft nicht verkehrt und kein Zeichen von Schwäche. Ninja Tactics und nicht das Genick an der Eisentür brechen. Von einem ist der Inhalt ein Kreisel, beim anderen die Hooks cheesy. Für mich haben die alle ein L auf dem Kopf wie Luigi. Und ich lauf mit einem B durch das Business, als wär's Wario Land. Wenn ich Rap häcksel, ich schlechte Rapper zu Barbie-Gurel. Besonders die, bei denen das... Schön, schön. Schöne Reime wieder. Cash den Charakter verschleißt, ich bin so fleißig wie nie und bilde ne Army wie Wanderameis. Gleich und doch so anders als in der Vergangenheit und halte gleich mal den Sanker bereit, denn bald erscheint krankes bis 3.
geil. Der Beat ist so geil, Alter. Meine Musik zieht die an, die Ansichten vervielfältigt haben. Es liegt dran, wie du was sagst, aber nie an der Sprache. Sie ist im Prinzip wie ein scharfes Katana. Der eine kann damit umgehen, der andere sägt sich den Arm ab. Schneiden ohne zu spalten, es gibt noch Meister und Begabte, die uns von allen Seiten Räume frei halten, Perspektiven haben. Das ist kein fiktives Geschwafel und ich träum so realistisch, dass ich eigentlich nie schlafe. Meine Skills, Apophenie und das Weitsichten. Schreiben, spitten und seit neuestem unsinnige Streitschlichten. Dunkle Energien im Umlauf und ich weiß nicht, warum sieht man so oft um uns, sein E bestehend aus drei Strichen. Straight allein, ich näher mich dem Feind in kleinen Schritten. Zweifel an der Einheitlichkeit, sieht aus wie im Kreiswix. Viele Beziehungen erinnern mich an Kleinkinder, die wippen, bis der erste absteigt und der zweite sich den Steiß bricht. Das Ding ja. Der bringt, also ich finde seine Vergleiche wirklich cool so. Weil ich hab's auch, glaube ich, in der... Sorry, wenn ich mir auf die Augen greife, ich bin müde. Ich muss... Wir haben jetzt gleich 23 Uhr, aber... Ich bin schon gut müde, ich bin schon ein bisschen länger wach. Hab letzte Nacht auch nicht viel geschlafen, aber ist egal. Ich finde seine Vergleiche interessant, so, weil das habe ich auch in der Chris-Reaction gesagt von bei ihm. Dass ich ihn halt so rap-technisch so nice finde. Einfach... weil er halt keine 0 auf 15 Vergleiche bringt, so. Und halt auch die Reime, so, ne. Also, das sind keine einsilbigen, zweisilbigen Reime, so. Der bringt schon gute Reime auf jeden Fall auch mit. Aber ich finde, wie er die Vergleiche verpacken möchte, super interessant und sehr, sehr gut auf jeden Fall. Hab ich in der Pause vom Track schreiben geschrieben, Kleid überm Beat, sechsbeinig wie Slidney und sprieße schneller als ein Bambus durch die Kreativität. Stacke beschriebene Blätter in mehreren Meterhöhen, keine Meta-Agenda. Das ist Rap mit Meta-Ebenen, bei denen es mir scheint, dass mir jede der Ideen vom Jenseits zufliegt. Aus einem Paralleluniversum wie Isekai, so hoch für die meisten, ein Berg für mich ein Kieselstein. Meine Musik zieht die an, die Ansichten vervielfältigt haben. Es liegt dran, wie du was sagst, aber nie an der Sprache. Sie ist im Prinzip wie ein scharfes Katana, der eine kann damit umgehen, der andere sägt sich den Arm ab. Schneiden ohne zu spalten, es gibt noch Meister und Begabte, die uns von allen Seiten Räume frei halten, Perspektiven haben. Das ist kein fiktives Geschwafel und ich träum so realistisch, dass ich eigentlich nie schlafe. Sehr, sehr schön. Allgemein Musik ist für mich auch was ganz Magisches und dann in Kombination mit Sprache, ja, die mir auch sehr viel Spaß macht. Diese Kombination macht mein Leben aus und das macht mein Leben wirklich sehr, sehr lebenswert. Geil. Sehr schön. Das war der, ich weiß nicht woher, ich kann mir vorstellen, woher jetzt der Ausschnitt war aus einem Interview, was ich sogar auch vor kurzem vorgeschlagen bekommen habe, wenn es das überhaupt war. Aber ich glaube, das war aus einem Interview von schon ein paar Jahre, glaube ich, her, weil er hat sich auch noch sehr jung angehört, aber ey, das war Perspektiven von CR7Z und ich muss sagen, ich glaube mit einer der neueren Favoriten von mir, was seine Songs angeht, also der war krass, Alter. Schreibt mir auf jeden Fall natürlich gerne eure Meinung zu dem Song, zu der CR7Z, aber auch gerne in die Kommentare, wird mich wirklich super interessieren. Link ist auf jeden Fall zum Original natürlich in der Beschreibung, so zu seinem Kanal. Und ich sehe gerade, wie gesagt, Tourdaten. Ich werde, hatte irgendwie, warte mal. Okay, Tickets und Info, okay, ich werde auch die Tour-Tickets verlinken. So, wenn ihr Bock habt. Mal schauen, ob ich, warte, wann ist denn das erste? Okay. Schwierig. Egal. Mal gucken, ne? Wer weiß. Aber dicker Song. Dicker Song auf jeden Fall. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.